Mein Name ist Banane. Einfach nur Banane. Was geht ab, Freunde? Heute zeige ich euch 10 coole Lifehacks, die wirklich Banane sind. Bevor das Video losgeht, habe ich auf jeden Fall noch einen Funfact für euch. Die menschliche DNA stimmt zu 50% mit der Menschen überein. Was auf jeden Fall... Hallo? Ja? Ja, ist kein Problem, machen wir. Ja, die liken auf jeden Fall das Video, ja? Ich meine, ja klar, die bestehen zu 50% aus Bananen, ja? Ja, das habe ich denen schon erzählt, ja? Ja, ist alles geritzt. Kein Ding. Ich soll mit dem Video jetzt anfangen. Okay, wir brauchen mehr Klicks. Regeln wir. Alles klar, auf Wiederhören. Auf zu Nummer 1. Der erste Lifehack ist ziemlich süß und auch romantisch und vielleicht auch ganz praktisch, um in der Schule zu spicken. Was ich aber definitiv nicht empfehlen würde und das habt ihr auch nicht von mir. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Banane und ein Messer. Zur Not tut's auch der Fingernagel. Ihr nehmt einfach die Banane und das Messer oder halt auch euren Fingernagel und ritzt einfach eine Nachricht in die Banane. Ihr könnt natürlich auch ganz kreativ sein und ein Bild da reinritzen. Ich habe mit etwas Einfacherem angefangen und zwar I love Stefan. Abonniert Stefan. Schon eine Minute, nachdem ihr das da reingeritzt habt, wird es deutlich braun und ja, ihr ritzt das natürlich nur in die Schale rein und nicht in die Banane, denn die Banane wollt ihr ja noch essen. Also ich finde die Idee ziemlich cool, so können Eltern ihren Kindern eine schöne Überraschung irgendwie mit zur Schule geben. Die freuen sich dann, wenn sie in der Schule ankommen oder auch total romantisch, um der Freund oder einer Freundin mal irgendwie eine Botschaft mitzugeben. Kann ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen. Auf zur Nummer 2. Der nächste Lifehack wird auf jeden Fall euer Leben verändern. Banane mit Nutella-Füllung. Wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt einfach eine Banane, wenn es geht, eine schön gerade und schneidet das untere Ende der Banane ab. Jetzt steckt ihr einen Strohhalm so weit es geht hinein und zieht ihn wieder raus. Beim Rausziehen haltet euren Daumen oben hinauf, damit ein Vakuum entsteht und der Strohhalm die Banane mit rauszieht. Jetzt nehmt ihr euch Nutella oder sowas in der Art und befüllt so eine Spritze damit. Das Ganze funktioniert besser, wenn die Schokocreme etwas warm ist und dadurch etwas flüssiger ist. Ich habe das Ganze das erste Mal gemacht, deswegen ist hier so eine kleine Sauerei entstanden, aber Übung macht den Meister, würde ich sagen. Also insgesamt ging das ziemlich einfach und ziemlich schnell und wenn du ein paar auf einmal irgendwie machst und sie dann in den Kühlschrank packst, dann hast du auf jeden Fall ein paar Snacks für die Woche vorbereitet. So, ich probiere es jetzt das allererste Mal, mal gucken, wie es schmeckt. Ich wette, jetzt habt ihr Hunger. Auf zu Nummer 3. Diesen Trick kennt wahrscheinlich fast jeder von euch. Wenn ihr wollt, dass eine etwas noch grüne, unreife Banane etwas schneller reift, weil ihr einfach Bock drauf habt oder was kochen müsst, dann legt einfach einen Apfel daneben und sie wird schneller reifen. Und zwar liegt das daran, dass irgendwelche Gase entstehen und... Ich bin Wissenschaftler. Wenn ihr aber keinen Apfel da habt, dann nehmt eure Banane und packt sie in eine Papiertüte oder in etwas Zeitungspapier und wickelt sie darin ein. Dadurch, dass die Banane eingewickelt ist, sammeln sich die ganzen Gase darin, sodass sie schneller reifen kann und dadurch, dass es eine Tüte ist und kein Plastik, kann sie auch noch atmen und wird nicht schimmeln. Weiter geht's zur Nummer 4. Dieser Lifehack ist sehr praktisch, wenn man extrem viele Bananenstückchen braucht und keine Lust hat, jede einzeln zu schneiden. Ihr nehmt euch einfach ein möglichst sauberes Backofenrost, also nicht so eins wie ich hier hab, packt es auf eine Schale, öffnet eine Banane zur Hälfte und drückt sie auf das Lattenrost. Jetzt hat man ganz einfach und ganz schnell schön gleichmäßig große Bananenstücke. Für 2-3 Bananen macht das natürlich nicht so viel Sinn, aber falls ihr mal, was weiß ich, 10-20 Bananen oder so am Stück schneiden müsst und die alle gleich groß sein sollen, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Number 5. Ihr kennt das ja, ihr wollt eine relativ reife Banane aufmachen und gut, jetzt hat's geklappt. Und das reißt hier irgendwie so dämlich auf und die Banane quetscht da oben raus. Ja, dafür gibt's einen ganz einfachen Trick. Man macht die Banane von unten auf. Ist ganz einfach, man muss nur auf diese kleine Stelle hier drücken, sieht man das? Ja. Und dann kann man das so schön abziehen. Wunderschön. Ich habe übrigens noch eine coole Methode, wie man eine Banane öffnen kann und womit ihr euren Partner auf jeden Fall beeindrucken könnt. Ich meine, wer steht nicht auf jemanden, der weiß, wie man eine Banane richtig öffnet? Also den Trick kann ich nicht unbedingt empfehlen, wenn die Banane schon zu reif ist, aber wenn ihr hier so eine leicht grünliche oder noch harte, knackige Banane habt, dann nehmt ihr die hier, so wie ich gerade, und macht einfach eine auf. Gucken, ob es klappt. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Oh, nochmal. Ah, ich habe es ein bisschen zu doll gemacht. Das ist nicht so cool, das war doch nochmal. Und... Wow! Gut, ich war jetzt ein bisschen kamerabeschränkt, du kannst natürlich auch ein bisschen cooler dastehen, als ich das jetzt getan habe, aber... Sieh's auf. Ab zu Nummer 6. Der nächste Lifehack ist besonders cool, vor allem jetzt gerade im Sommer. Ich nehme einfach die Bananenstückchen, die ich gerade geschnitten habe, und packe sie in einen Zipperbeutel oder kannst sie auch in Fresh-Haltefolie packen und friere sie dann für 1-2 Stunden ein.
Jetzt kannst du dir daraus ganz einfach Bananeneis machen. Vor allem Erdbeer-Bananeneis ist mein Favorit und ich habe noch einen kleinen Schuss Reismilch hinzugegeben. Man kann natürlich auch normale Milch nehmen, damit das Ganze so ein bisschen, ja, fluffiger ist. Wie ihr gesehen habt, war das Ganze bei mir dann doch ein bisschen zu warm und zu flüssig. Also habe ich es nochmal eine halbe Stunde ins Gefrierfach gepackt und wie ihr seht, ist das jetzt schön fest. Und ich werde es mal probieren. Ah, ist doch nicht fest genug, aber obenrum ist auf jeden Fall schon Eis. Ich hätte vielleicht eine Stunde gemusst oder so. Sieht auf jeden Fall schon richtig Power aus. Womit habe ich das verdient? Selbst wenn es nicht 100% Eis ist, ist es auf jeden Fall ein richtig geiler Shake. Nummer 7. Bei diesem Lifehack war ich ein bisschen skeptisch. Ich habe den aus irgendeinem Blog und dachte, ja gut, Stefan, den musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Und zwar soll man mit Bananenschale Schuhe besonders gut sauber bekommen. Ich habe einfach mal zum Vergleich einen Schuh mit Bananenschale geputzt. Hammer rüberreiben soll reichen und danach einfach mit einem Tuch rüber. Und ich muss sagen, dieser Lifehack ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein heftiger Fail, aber ich habe ihn trotzdem im Video gelassen, weil er so hart im Internet verbreitet ist und anscheinend ein harter Irrglaube ist. Und den anderen Schuh habe ich ganz normal mit einem Schwamm und Wasser abgewischt und hier sehen wir den Unterschied. Also irgendwie hat die Bananenschale den Dreck nur hin und her gerieben. Außerdem ist das voll bescheuert, wenn man irgendwie an Schnürsenkel oder sowas kommt, weil sich die Banane daran verteilt. Also ich kann den auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Wie wär's mit der Nummer 8? Ihr kennt das bestimmt, dass man vor allem im Sommer diese überreifen Bananen hat und man sie ständig wegwerfen muss, weil sie einfach schon eklig braun sind und übertrieben süß. Dieser Trick ist natürlich einleuchtend. Ihr könnt sie einfach in den Kühlschrank packen, damit sie nicht so schnell reifen. Ich mache das schon seit Jahren, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, die erst reinzupacken, sobald sie irgendwie in dem Stadion ist, dass sie nicht mehr grün ist, weil dieser komische, bittere Geschmack sonst nicht mehr weggeht, auch wenn sie äußerlich so aussieht, als wäre sie weitergereift. Wenn ihr aber noch weitergehen wollt oder ihr sie nicht im Kühlschrank liegen haben wollt oder ihr gar keinen Kühlschrank habt, dann könnt ihr auf jeden Fall etwas Fresh-Haltefolie nehmen und sie um diesen Kopf hier rumwickeln. Dadurch soll sie um einiges langsamer reifen, weil sich die Gase von der Banane nicht so verbreiten sollen. Nummer 9. So, das nächste würde ich jetzt nicht unbedingt als Lifehack bezeichnen, sondern eher als Prank. Also falls ihr mal euren besten Freund pranken wollt oder eure Freundin oder auch eure Kinder, dann ist das auf jeden Fall jetzt eure Gelegenheit. Ihr nehmt einfach wieder so eine Spritze hier, aber diesmal mit der Kanüle vorne dran. Passt aber auf, dass ihr euch nicht stecht. Ich habe mir in den Finger gestochen. Füllt die Spritze mit etwas Lebensmittelfarbe und spritzt sie in kleinen Mengen an verschiedenen Stellen in die Banane, sodass es nicht auffällt. Da ich das erste Mal gemacht habe, ist das bei mir so ein bisschen schief gegangen und ich habe dann am Ende rausgefunden, dass man die Kanüle so ein bisschen unter der Schale hin und her bewegen muss, damit sich ja, die Lebensmittelfarbe da auch schön sammeln kann. Wie das Ganze aussieht, gucken wir jetzt, würde ich sagen. Ja, wie ihr seht, hat sich das rote Zeug nicht wirklich gut bei mir verteilt, nur an der Schale entlang, weil ich es einfach nicht gut genug bewegt hatte. Ah, doch, auf der Seite ist das ganz gut. Also man muss definitiv ein paar mehr Stellen bepixeln, damit das funktioniert. Und dann wäre die Banane überall komplett rot. Also wenn ihr euch richtig dabei anstellt und nicht so wie ich, dann ist ein dummes Gesicht der geprankten Person auf jeden Fall garantiert. So, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr bis hierher geschaut habt. Und wenn euch die Lifehacks gefallen haben, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Lifehacks von mir sehen wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche das sein sollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ey. Warum essen Blondinen keine Bananen? Weil sie den Reißverschluss nicht finden.